Klar ist, wir müssen erstens unabhängig von russischem Erdgas werden. Und das bedeutet, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Lieferketten diversifizieren müssen, und zwar nicht nur Deutschland, mit klarem Blick auf die Menschenrechte. Und zweitens ist das Ziel, überhaupt unabhängig von Erdgas und Gasimporten zu werden, zur Erreichung unserer Pariser Klimaziele. Nur so können wir die Bürgerinnen und Bürger und die Industrie in Europa vor explodierenden Gaspreisen schützen. Wir müssen massiv in erneuerbare Energien investieren und in Energieeffizienz, und wir brauchen den Green Deal jetzt. Jede einzelne Solarzelle, jede einzelne Windturbine bedeutet Energiesicherheit, bedeutet geostrategische Unabhängigkeit und entschlossenes Handeln gegen Energiearmut. Die besten Gasspeicher in Europa sind langfristig nicht die, die gefüllt sind, sondern die, die es nicht mehr gibt, weil eine erfolgreiche Energiewende stattgefunden hat mit 100% erneuerbaren Energien statt fossiler Energie. Und genau das umzusetzen, ist hier im Europaparlament unsere Aufgabe. Vielen Dank.